Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Super Maxim Lotter. Sag mal, ich habe doch in der letzten Folge über 11.000 Euro gehabt. Ich kann doch nicht jetzt für fast 11.000 Euro Ware eingekauft haben. Das ist doch unnormal. Ich meine, es war zwar, ne, manche Sachen waren ziemlich leer. Ich habe mal die Hähnchen so eingeräumt. Aber das kann doch nicht sein. Das muss ich checken. Ich mache den Laden mal auf. 11.000 Euro? Oder irgendein Mod haut hier nicht mehr ganz hin. Ich finde das sowieso, manche Mods, ich glaube, ich muss mal der Sache auf den Grund gehen. Und zwar war hier komischerweise Hundefutter drinne. Nee, hier war Ei drinne, hier war Hundefutter. Ich weiß nicht, was die Mods hier für, die Einräume für einen Scheiß machen hier. Ich glaube, ich entlasse die bald. Das kann doch nicht hier... Oder wie gesagt, ich muss den Mod noch holen, dass die hier nicht anders reinliegen dürfen. Aber ey, guckt euch das mal an. Ich hatte doch 11.000 in der letzten Folge. Habe ich extra nochmal nachgeguckt. Naja. So komme ich doch nie zu meinem Geld. Na gut, den einmal muss ich 3.000 Euro Dollar bezahlen. Naja, doch, kann schon hinkommen, ne? Aber trotzdem ganz schön heftig. Oder was sagst du, Klaus? Hm? Junge, 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 das sind ja Einkaufspreise. Stimmen denn die Verkaufspreise wenigstens noch? Jupp. Ich dachte, sie kommen zu mir. Verarschen sie mich doch nicht. Ich werde hier ein Regal reinstellen, dass sie hier nicht mehr durchlaufen. Ah, hallo der Herr. So, das macht 1,44 Dollar zurück. Danke sehr. Beehren Sie mich bald wieder. Oh, das ist aber very laut auf meine Ohren. Muss ich ein bisschen leiser machen. 1, 2, 3, 4, 50, 70. Ach, hätte ich auch den 25 Cent nehmen können. Den Vierteldollar. 24,63 Dollar. Danke sehr. Oder hatte ich die Ecke gekauft? War das? Nee, das war kein, nee, kann ja nicht sein. Ich hätte ja 11.000. Ah. Naja, das werden wir ja am Abschluss sehen. Wie viel ich ausgegeben habe, für wie viel Ware ich eingekauft habe. Naja, jo, es war, naja, doch, es war ziemlich leer. Die Bleiche war komplett leer. Bier war eine ganze Menge. 112, 36. Die Hähnchen waren komplett alle. Was liegt denn da noch? Ne, warte mal. Kasse machen wir auf. Kartoffel. Die Kartoffeln waren alle. So, ich brauche jetzt wie viel? Immer noch 22.000, glaube ich, ne? Für die letzte... Kleinen Moment bitte. 22.000, ne? Für die letzte Lizenz erstmal. Jo, und dann brauchen wir 34, 34, 34, 34 und dann einmal 65.000. So, gib mir her das Geld. Wir bekommen 2 Cent zurück. Danke sehr und beende ich mal wieder. Guck mal, wir haben jetzt gerade mal 3.000 Dollar. Das ist ja nix. Das ist ja nix. Sie dürfen ruhig zu mir kommen. Aha, der kommt zu mir. Na, wenigstens dreimal Hundefutter. Und dreimal Katzenfutter. Aber Katzenfutter bringt ja nicht ganz so viel. So, 9,40 Dollar, 47. Danke sehr. Beenden Sie mich bald wieder. So, Sie bekommen zurück 50, 75, 80 Cent.
Oh, bei 5.500 sind wir schon wieder. Knapp 5.500. Zack, zack. Die Pizza hat sich noch nachgeschlichen. 119,15. Danke sehr. Beenden Sie mich bald wieder. 87,90. Danke sehr. Hallo junge Dame, Sie können auch zu mir kommen. Will sie nicht. George, machst du das Licht an? Dankeschön. Jo, Hallöchen. Oha, da ist wohl eine Party angesagt. €159,94. Danke sehr. Beehren Sie mich bald wieder. Oh, die Muttis, die stürmen aber jetzt durch hier, wa? Mein lieber Schawan. Die wollen noch ganz schnell einkaufen vor Feierabend. So, Sie bekommen 32 Cent zurück. Danke sehr. Beehren Sie mich bald wieder. So, 5 Dollar und 60 Cent, danke sehr. Wir sind Level 81, dann haben wir das ja bald geschafft, den höchsten Levelstand, sag ich mal, um kaufen zu können. 3 Cent, danke sehr, beehren Sie mich bald wieder oder uns. So, oh, $121 für das bisschen. Das waren aber very teuer Sachen. Also diese 10.000 haben wir schon wieder. Jetzt hätten wir eigentlich schon über 20.000, wenn ich nicht so viel eingekauft hätte. 43,62. Danke sehr. So, wenn ich die beiden abkassiert habe, 106,04. Wenn sich keiner neue einstellt, ich hoffe, dass sich keiner neu einstellt, dann werde ich die Kasse schließen. Und da stellt sich die nächste schon an, 152,59. Den hätte ich nämlich schon wieder bestellt. Weißladen hat, der Einkaufsshop hat zu, sag ich mal, aber... Ach, verdammt, na gut, das nehme ich gerne noch mit. $30,64, ja gut, die kassiere ich auch noch ab. Na gut, jetzt kommen sie alle zu mir. Die haben das gehört. 110,88. Danke sehr. 38,24. Danke sehr. 62,01. Zack. Jetzt bin ich schneller. So. Dann werde ich mal schnell gucken hier. Was ist das hier? Das ist das Bier. Das haue ich mal hier schnell ins Regal. So. Den kann ich schnell bestellen. 13.000 haben wir schon wieder. Zumindest erstmal das bestellen, was wir, ne? 1, 2, 3. Hier können wir schon wieder. Hier können wir einmal. Hier können wir einmal. Da haben wir, da haben wir. Da machen wir 2. Mehl müssen wir erstmal gucken. Erstmal abwarten. Brot packen wir 2-mal ein, hier 1-mal. Dann nehmen wir jeweils nur 1-mal. Ach Mist, da habe ich... Nee, warte mal. Kann ich die noch einräumen? Ja klar, guck. Guckst du. Und siehst du, dann haben wir den auch schon weg.
Okay, jetzt weiß ich nicht, wann ich das eingekauft habe. Deswegen werde ich erstmal kurz warten bis zum nächsten Tag. Sag mal, was ist denn hier los? Das haben sie hier schon wieder gekauft wie die Blöden. So, hier packen wir auch einen neuen. Da ist leider überall 8 drinne. Ja, ich weiß nicht, warum die ab und zu mal die Pakete verkehrt packen. Ich hoffe nicht, dass hier wieder was falsch eingeordnet wurde, Jungs. Ansonsten muss ich euch leider Gehalt abziehen. Quatsch. Nein, diesmal ist hier alles in Ordnung. Oh, hier oben haben sie gekauft, diesmal wie die Verrückten. Da haben wir noch genügend. Ja, hier können wir ruhig einmal einpacken jeweils. Oh, hier unten habe ich aber voll gekauft eigentlich. 3, hier 2. Hier 3. So, dann machen wir hier die Bücher weiter. Oha, Bücher haben sie gekauft, wie verrückt. 1, 2, 3. 1, 1, 1. Junge, Junge, also Bücher kaufen sie ja wirklich. Da bin ich ja sehr begeistert. Da siehst du, guck mal, können wir hier auch noch? Ein Hundefutter ist ziemlich teuer. Okay, das geht nicht. So, dann machen wir hier weiter. Pizza. Wo habe ich eingestellt jetzt? Pizza. Einmal diese Kartoffeldinger da. Oh, hier haben wir. Genügend, da haben wir genügend. Hier packen wir einmal ein, hier packen wir einmal. Da oben lassen wir das erstmal. So. Dann gucken wir mal. Ich glaube, die sind fertig da drin, ne? Jo, ist keiner mehr da. 150. Das sag ich ja für, nee, warte mal. Das sag ich ja für 12.000 Dollar bestellt. Wahnsinn. Für 12.000 Dollar. Junge, Junge, das sind aber Preise hier. Wie viel bestelle ich jetzt schon wieder? 4.000 Dollar. Junge, Junge, das Geld geht weg, ey. So, was haben wir denn hier Schönes? Oh, habe ich einmal Macaroni zu viel genommen? Diese komischen, ja doch, sind das Macaroni? Weiß ich das gar nicht. Einen kann ich mal zustellen. So, dann gucken wir mal. Wo gehört das Ding hin? Da oben. Leer gemacht? Nee. Okay, den packe ich erstmal daneben. So, ich gucke ganz kurz durch, ob ich alles soweit habe. Und dann, ne, weil sie ja nochmal eingeräumt hatten. Okay, kann ich schon wieder einmal bestellen. Hier einmal kann ich bestellen. Meine Güte, Jungs, was macht ihr hier? Ihr macht mich arm beim Einräumen. Hört mal auf einzuräumen. Okay, ich würde sagen, das bestelle ich erstmal, dann mache ich den Laden auf und meine Kasse lasse ich erstmal zu. So, dann helfe ich den Jungs beim Einräumen. So, das braune Mehl, ich sage mal jetzt das braune, ne, ihr wisst ja. Mehl. Siehste, schon wieder leer. Kann ich ja bald das nächste bestellen. So, Guti. Dann nehmen wir das blaue Mehl gleich hinterher. Auch leer. Ja, und dann bestelle ich gleich wieder und dann, Mensch, 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 Mensch. Mein Geld wieder alle. Guti, das rote Mehl. Jetzt. Oh,
voll. Cool. Guti, dann haben wir das auch voll. Ich würde mal sagen, das weiße Zucker. Hm, alles klar. Den weißen Zucker. Jungs, der ist schon und so. Der braucht er nicht mehr. Schon wieder leer da oben. Sag mal, das kann doch wohl nicht wahr sein. Okay, da sind wir voll. Okay, der ist auch voll. Dann können wir hier gleich zwei wieder bestellen. Hm. Mal gucken, ob wir da reingeräumt kriegen. Halt, ich glaube mal verkehrt. Ach Mist. Na gut, dann geht's eben nicht. Mal da oben können wir auch schon wieder den Kaffee. Meine Güte. Was? Hier auch nochmal. So, hier haben wir. Können wir damit einräumen? Dann können wir den auch mitnehmen. Ne, das sind bloß. Dann nehme ich hier auch noch gleich einen mit. Den kann ich leider nicht. Warte mal, den kriegt bestimmt eingeräumt, oder? Da hat doch bestimmt einer dieses Zeug gekauft. Na, sag ich doch. Ne, es war ja hier oben. Guti, hups. Dann können wir da auch noch einmal neu bestellen. Das war hier. Ne, halt zweimal. Da mache ich erstmal nix. Hier warte ich mal. Warte mal, die kann ich da bestimmt da drüben reinräumen, oder? Na, sag ich doch. Ja, ja, Kassen sind voll. Helf dir gleich. Und? Na, achso, ich hab G gedrückt. Ich bin schon wieder nur am Bestellen hier. Okay, lassen wir das erstmal. Dann gehe ich mal in die Kasse. Kommen Sie ran hier. Ich wollte gerade sagen, hallo der Herr, aber der latscht vorbei. Aber der kommt hier. Ja, genau. Aber der kommt. Ja. Hallo, der Herr. So, $102,47. Danke sehr. Beenden Sie uns bald wieder. Kann es sein, dass die Preise irgendwie teurer geworden sind? Meine Güte, das ist ja hier. Ich komme ja hier gar nicht auf den grünen Zweig. Hm. Schaffen wir die 20.000 heute noch? Danke, George. Ist das, was ich vergessen zu sagen? Hallo, die Dame. Zweimal Biene Maya. Für $9,70. Danke sehr. Beenden Sie uns bald wieder. Na, das ist auch nicht gerade viel mehr, junge Dame. $10,41. Danke sehr. Beenden Sie uns bald wieder. Dreimal Strudel, Peter. $17,86. Danke sehr. So, das macht $4,25. Danke sehr.
$95,26. Danke sehr. $9,60. Danke sehr. So, zack. So, das macht $41,95. Danke sehr. Ja, genau. 1, 2, 3 und 17 Cent. Danke sehr. 17.000 haben wir. Danke, Ben. $167,42. Danke sehr. 18.000. Uiuiuiui. 1, 2, 3, 4. Junge Dame, kommen Sie mal, man ist so dicht hier an der Kasse. So. $64,47. Danke sehr. Wir sind bald wieder. Aber ich denke mal, die 20.000 müssen wir knacken heute. $38,84. Ich denke mal schon, dass wir die knacken. So, das sind 47 Cent. Danke sehr. Beenden Sie und bald wieder. 13,40 Dollar. Hätte ich anders machen können, ne? Mit einem Vierteldollar. Aber ist egal. So, sie bekommen zurück nichts. 20.000 haben wir geknackt. Oh, Hundefutter, das sieht sehr schön aus. So, gib mir hier. 207, das ist eine sehr schöne Zahl. Danke sehr, beendet und bald wieder. Hallo, der Herr. So, gib mir her das Geld hier. 2 Cent. Danke sehr, beendet und bald wieder. Na, ich wollte gerade Schluss machen. Aber sie mit ihrem offenen Dekolte. Sie kassiere ich noch ab. Und dann mache ich zu. So, 212,35. Danke sehr. Beenden Sie uns bald wieder. 21.000 haben wir. So, ich helfe mal noch schnell ein bisschen mit einräumen. Warum haben die schon wieder ein Mehl gekauft haben, ey? Das ist ja auch normal. Junge, 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 Junge. Ich sage, ich muss mein Lager vergrößern. Oder nicht vergrößern, sondern ich muss mindestens das im Lager stehen haben, was man hier draußen. Ja, eigentlich mehr, ne? Oder die doppelte Menge von dem, was im Lager steht. Hier drin, war das nicht so? Sagt man das nicht so? So, dann den blauen. Ach, den blauen Mehl, ja genau. Das blaue Mehl. Wer hier? So, der Tag ist vorbei. 23.000. Naja, dann gucken wir gleich mal. Ob wir heute mal wieder einen grünen Tag geschrieben haben oder wieder einen roten Tag. So, das rote Mehl machen wir noch und dann gucken wir mal nach. Ja, genau. Eine Tüte. Nee, drei Tüten. Oh, alles voll. Cool. Gut, wir gucken mal nach. Wir hatten heute 158 und wir haben $8,300 eingenommen und haben aber, ich wollte gerade sagen, 14, schon wieder $6,000 ausgegeben. Meine Güte. Das ist ja unnormal, ey. Krabbensticks. Ey, wir sind bei 24 Minuten. Das lohnt sich nicht mehr. Oh, wann habe ich denn das übersehen? Achso, leer.
Oh Gott, guck mal hier, die Kartoffeln waren fast voll. Das kann doch wohl nicht wahr sein. Ja, ich finde das blöd, dass da nur vier Säcke drin sind. Das finde ich ein bisschen, naja. Da könnte ruhig ein bisschen mehr drin sein. Gott, so einen langen Arm habe ich nicht. So, das gelbe Bier. Oh, ist auch schon wieder alle. Ist ja, da kann ich auch schon wieder nachbestellen, wie so ein Bekloppter. Gut, dann bestellen wir gleich mal das Bier nach hier, bevor hier was anderes gestapelt wird. 1, 2, 3, 4. Siehst du, guck mal da oben, der Toast. Was soll der da oben drin, Alter? Du bescheuert? Also, das nervt. Ich hau den bald mal was von die. Na, du weißt schon wohin. Von Latz. Ja. Welcher Bengel. Warte mal, kann ich das Brot einsortieren? Nun habe ich extra den Mod, dass ich nichts bestelle von da, wo Leute durch die Gegend latschen, ne, und gerade am Einräumen sind. Und dann passiert das komischerweise immer noch. Guck mal, kann ich die Eier wegpacken? Nö. Nö. Ist voll. Schade. Schade, schade. So, ich würde sagen, ich bestelle da trotzdem gleich noch einmal nach. Die kleinen Eier kann ich ruhig einmal. Zucker. Schon wieder 1400 Dollar weg. Meine Güte. Oh, ich glaube, da passen bloß. Ja, da passen bloß 6 rein. Einmal kann ich da unten ruhig. Nee, da bestelle ich lieber nichts. Ah, das ist ein guter Einkaufpreis. Der ist schön klein. Wieso ist der rot? Muss ich nicht verstehen, ne? Naja, gut. So, hier haben wir... Oh, da ist auch wieder... Da haben wir noch genügend. Na komm, da können wir... Oha! Der blaue Reis wird viel gekauft, so wie es aussieht. Okay, der geht nicht. Ne, warte mal, das war... Okay, können wir den leer. Einmal Pommes, Pizza. Joghurt brauchen wir nicht, das brauchen wir auch nicht. Das nehme ich mit. Die Bohnen zweimal. Guck, auch leer. Die Sticks, da können wir auch zwei mitnehmen. Hier einmal. Das weiß ich gar nicht. Habe ich da oben jetzt bestellt? 2000 Dollar. Nö, nee, siehst du? So. Oh, Struwelpeter. 1, 2, 3. Hier 5. 1, 2, 3, 4, 5. $1000, das geht noch. Ne? Oh, lass mich mal durch hier.
Okay, das Bier wird schon wieder aufgefüllt. Mensch, den Alkohol haben wir ja noch gar nicht. Hier. Guckst du. Hier zwei. Hier drei. Da oben. Zwei. Hups. Zwei. Einmal da. Dreimal hier. Gudi. Hä? Die stehen alle draußen? Deswegen verstehe ich nicht. Muss ich das verstehen? Warum das eben gerade noch rot war und jetzt nicht mehr? Hä? Oh, ich habe einmal Milchschiffchen gekauft. Verdammt. Verdammt. Tatsache. So, da fangen wir morgen mit $15.000 an. Gut, da würde ich sagen, danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns morgen wieder. Und dann hoffen wir mal, dass wir ein bisschen Kohle noch verdienen. Bis dann. Tschüss.